Oui. Ce que j'ai ressenti. Mm-hmm. Au niveau des amortisseurs, c'est les deux côtés. Pour l'arrière, c'est... There is nothing on the road now, yeah. Not this gravel. Uh-huh. So it's clear, completely clear. Nothing on the road now, yeah. Not this gravel. Uh-huh. So it's clear, completely clear. Die Scheinputz. Ja, ich hab extra nochmal kontrolliert. Ich hab extra nochmal geschaut. Michel Mouton, Fabrizia Pons und der Audi Quattro bleiben ungefährdet und geben Anlass zu einer wunderbaren Eintragung in die Chronik dieses Sports. Erster Sieg eines Frauenteams in einem Weltmeisterschaftslauf. Wer ein bisschen Pathos verträgt, könnte auch sagen, reizende Durchführung einer großen Idee. Der Rally Quattro entspricht in seinen Anordnungen dem normalen Audi Quattro, natürlich mit extremer Ausreizung aller technischen Möglichkeiten. Das bedeutet neue Dimensionen, was Motorleistung rund um 500 PS, Traktion und Fahreigenschaften betrifft. Mich reizt es, so ein Auto zu fahren, und es ist ja mehr oder weniger, liegt es ja an mir, dass ich es auch respektiere, dass das Auto einfach so schnell ist. Und ich muss halt dann vom Gas weggehen. Aber die technische Möglichkeit, die mir geschaffen wird vom Werk her, ist auf jeden Fall etwas, das ich für in Ordnung finde, weil nur so können wir auch für die Serie ganz bedeutende Fortschritte machen in der Zukunft über Sparsamkeit, Stabilität.